Ja, hallo und herzlich willkommen zu Kondensatorschaden.de. Auch von mir gibt es dieses Jahr ein kleines Weihnachtsspecial und zwar werde ich heute LED-Weihnachtskarten bauen. Das heißt, wir nehmen vorhandene Weihnachtskarten und werden die dann an verschiedenen Stellen auf der Karte mit LEDs versehen, sodass wir die dann mit ein paar coolen Lichteffekten noch aufpeppen werden. Neben der Karte selber braucht ihr noch ein bisschen Pappe dafür. Das ist das Trägermaterial, in dem wir dann nachher die LEDs und den Mikroprozessor verstecken werden. Ich habe jetzt hier eine Pappe, die ist ungefähr 1 mm dick. Wenn ihr eine dickere habt, dann braucht ihr auch eventuell nur eine Lage. Die LEDs sind SMD-LEDs, die ich jetzt hier verwende. Einmal rote, einmal gelbe für diese Karte jetzt. Und ich habe noch für eine weitere ein paar blaue benutzt. Das ist dann euch überlassen von der Farbwahl. Dazu braucht es natürlich noch die passenden Vorwiderstände, damit könnt ihr das Ganze auch rein analog aufbauen ohne Mikrocontroller. Ich verwende hier einen Atini 45, da gibt es noch andere passende, das ist kein Problem. Die Knopfzelle ist eine CR2023 oder sowas in der Richtung, ist ungefähr 2 mm dick und wird nachher unsere Karte mit dem ausreichenden Strom versorgen. Die Leiterbahn für diese relativ dünne Karte werde ich aus einer Messingfolie machen. Ihr könnt dafür auch lackierten Kupferdraht verwenden, wie man den schon mal in Trafos findet. Das ist ein bisschen fummeliger, weil der Draht halt etwas widerspenstiger ist und etwas dicker. Ist aber eigentlich auch kein Problem. Ich werde den Messingdraht nehmen, die Messingfolie nehmen, das lässt sich da auch noch gut löten. Um jetzt hier für die LEDs an den passenden Stellen Löcher in die Karte zu machen, habe ich mir auf der Drehbank so ein Locheisen gemacht. Die kann man auch fertig kaufen. Meins hat jetzt ungefähr eine Dicke von 2 mm vorne, was danach als Loch gestanzt wird. Ihr könnt das Loch aber auch bohren oder das mit einem Locher da reinmachen. Hauptsache nachher ist ein Loch drin. Ja, gelocht werden bei mir dann hier diese Sterne bei dieser Karte. Ihr könnt dann halt euch da frei nach dem Motiv richten. Jetzt wird zunächst mal die Karte ausgepackt und in der Mitte durchgeschnitten, weil wir nur das Motiv haben wollen. Die Beschriftung bekommt nachher noch einen Umkarton, wo man das dann noch reinschreiben kann. So, jetzt richte ich hier die Karte auf ihrer Pappunterseite aus, sodass ich jetzt hier mit dem Locheisen direkt maßgenau das Ganze durchschlagen kann. Das heißt, wir haben dann beide mit den gleichen Löchern schon fertig und können das anschließend auf die dritte Pappe übertragen. Dafür sollte die Pappe etwas kleiner sein als euer Motiv. Das könnt ihr nachher sonst aber auch noch ein bisschen beischneiden und dann einfach möglichst präzise ansetzen und dann mit einem beherzten Schlag einfach die Löcher ausstanzen. Das Ganze solltet ihr auf einer festen Unterlage machen. Ich habe hier beim Versuch, die Löcher da reinzuhauen, in den Block, der darunter liegt, ungefähr so 6 bis 8 Seiten durchgeschlagen. Da sollte man dann schon wirklich was Dickeres wie eine alte Tageszeitung oder sowas unterlegen. So, hier seht ihr jetzt die Löcher in der Karte. Das Ganze übertrage ich jetzt noch auf die zweite Karte und werde die anschließend zusammenkleben. Ja, damit die Karte nachher auch noch schön von außen aussieht, gibt es natürlich noch eine neue Umverpackung. Wir haben ja die alte Karte eigentlich in der Mitte durchgeschnitten und die habe ich hier aus schon so einem Tonpapier schon mal vorab ausgeschnitten. Das habe ich so gewählt, dass wir hier noch ringsum einen Rand haben von so etwa 3 bis 4 mm. Das sieht dann ganz gut aus und so wird dann die Karte nachher im geschlossenen Zustand aussehen. Und wenn man sie dann aufklappt, hat man halt eben rechts den Lichteffekt und kann links noch was in die Karte reinschreiben. Ja, ich habe jetzt hier schon mal leicht angezeichnet, wo nachher die Batterie sitzen wird und wo der Mikrocontroller sitzen wird. Und ich fange jetzt mal hier an, aus Messingfolie den Batteriekontakt auszuschneiden. Der sollte etwas größer sein als die Batterie selber. Und dann mache ich mich jetzt hier daran, schon mal die passenden Leiterbahnen herzustellen. Wie gesagt, das ist bei mir dann halt einfach nur diese ausgeschnittene Messingfolie.
So, ich klebe jetzt hier diesen Batteriepol fest, dafür nehme ich Sekundenkleber. Da könnte man natürlich auch das Ganze direkt an die richtige Stelle kleben und nicht wie ich erstmal daneben kleben, feststellen, dass es nicht passt und neu verkleben, weil irgendwie mag dieser Sekundenkleber das nicht so gerne. Auch nicht zu viel Kleber nehmen, sonst zieht nachher die Karte durch. Ich habe es zum Glück nicht geschafft, aber da sollte man schon drauf aufpassen, weil der ja relativ flüssig ist. Die Leiterbahn klebe ich jetzt an den markierten Stellen, wo die LEDs sitzen werden, einfach fest. Normalerweise würde man dazu Tesafilm nehmen, hatte ich gerade nicht da, also habe ich einfach Isolierband dafür genommen. Klebt auch wunderbar und sieht ja nachher keiner mehr. Da kommt ja noch der Rest von der Karte einfach drüber. Die Pluspole lege ich alle dahin, wo ungefähr nachher der Mikrocontroller sitzen wird. Ich lasse die neuen alle noch ein bisschen länger, dass man das nachher noch beim Einbau vom Controller noch ein bisschen anpassen kann. Und der Spalt zwischen der Folie sollte ungefähr 1 mm breit sein. Dann habt ihr einerseits genügend Platz und keine Kontaktprobleme zwischen den beiden Leiterbahnen und andererseits noch gerade so viel Platz, dass ihr die LED auch gut verbauen könnt, weil die sind wirklich nicht besonders breit. Bei der Verlegung solltet ihr einfach nur darauf achten, dass ihr selber noch durchblickt in dem System und alles weitere ist eigentlich relativ egal. Zum Löten mache ich jetzt hier kurz die Folie heiß und gebe dann frisches Lötzinn darauf, sodass wir dann einen kleinen Lötpunkt da haben. Und anschließend suche ich mir dann die SMD-LED. Ich habe die jetzt hier mal in der Pinzette und so als Vergleich zum Fingernagel. Das ist schon ziemlich klein und hier nochmal mit einer 3 mm LED. Also ihr seht schon, diese SMD-LEDs sind wirklich sehr klein. Und da verzinne ich dann die eine Seite, also in diesem Fall den Minuspol, auch schon mal ein bisschen vor. Das heißt, den können wir dann gleich direkt gut anlöten. Das Lot, was ich jetzt hier verwende, hat 0,5 mm. Noch dünneres Lot würde ich eigentlich auch nicht verwenden. Kann man natürlich noch machen, aber 0,25 ist schon wirklich sehr dünn als Lot. So, jetzt einfach auf den vorhandenen Lötzinn halten und das Ganze wieder warm machen. Dann schmilzt es ganz einfach zusammen und ihr habt die erste LED schon zur Hälfte angelötet. Für den Pluspol habe ich jetzt einfach die Folie unter die LED geschoben und dann gebe ich hier frisches Lot dazu und dann ist die erste LED schon verlötet. Anschließend solltet ihr das pro LED direkt testen, sonst habt ihr nachher vielleicht eine falsch rum eingebaut oder eine kalte Lötverbindung. So wisst ihr dann Bescheid, ob es geklappt hat. Auch hier wird das Ganze nachher mit einem Tropfen Sekundenkleber festgeklebt. Und dann hält die LED an Ort und Stelle. Ja, so mache ich jetzt auch hier mit den anderen LEDs weiter. Jeweils eine frisch aus der Verpackung holen, sonst findet man die alle nicht wieder. Vorm Einbau testen, nicht dass wir nachher noch eine defekte einbauen und das erst merken, wenn sie schon verbaut ist. Und anschließend das ganze Spiel dann einlöten. Die LEDs kommen einem am Anfang wirklich sehr klein vor, aber wenn man davon schon mal einige gelötet hat, dann ist das eigentlich kein Problem. Das heißt, ihr braucht da jetzt auch keine Angst zu haben, dass ihr das nicht hinbekommt, falls ihr noch keine SMD-Teile verarbeitet habt. Ihr braucht dazu eigentlich nur eine feine Lötspitze und eine Pinzette. Den Rest bekommt man dann mit ein bisschen Übung so hin. Ihr seht jetzt hier noch auf dem LED diesen kleinen grünen Pfeil. Der zeigt euch an, wo der Minuspol ist in diesem Falle. Und dann einfach wieder das Lötzinn flüssig machen. Folie unterschieben und auf der anderen Seite fest verlöten. Ich habe jetzt hier schon mal den Mikrocontroller festgelötet, das war ein bisschen fummelig und schwierig zu filmen. Ihr seht jetzt, hier sind die Leiterbahnen schon quasi fertig. Ich löte jetzt hier noch gerade den Minuspol an und jetzt werden wir einen kurzen Test machen, ob überall Strom ist und die LEDs leuchten, dann können wir mit dem Rest weitermachen. Dafür habe ich jetzt hier, wie schon gesagt, die beiden Papphälften miteinander verklebt und jetzt bringe ich auf die Oberseite auch noch einiges an Prittstiftkleber auf. Wie man ja aus der Schule weiß, das Zeug hält nicht besonders toll, also viel hilft viel und hoffen, dass es nachher reicht, um die beiden Karten zusammenzukleben. Die zusammengeklebten Hälften führe ich jetzt hier auf die Karte drauf. Was ich jetzt durchziehe auf die Oberseite ist der Pluspol und darauf müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, dass jetzt hier die LEDs genau durch die Löcher kommen und dass das alles genau passt. Und anschließend wird dann auch noch der Pluspol angeschlossen.
Dafür klebe ich jetzt auch noch hier eine Folie drauf. Und weil das eben vom Kontakt her nicht genau reicht, habe ich mir da noch was einfallen lassen. Das seht ihr jetzt sofort, sobald der Pluspol angelötet ist. Und zwar habe ich jetzt einfach so aus der Messingfolie eine Art Feder gebogen, die jetzt nach unten drückt. Einfach nur nicht knicken, dann habt ihr schon eine gewisse Federspannung und dann gibt es auch keine Probleme mit der Batterie. Ich habe es vorher ohne probiert, dann ist es wirklich so an der Kante zum Wackelkontakt hin und mit dieser Feder habt ihr keine Probleme damit. Die Oberseite ist jetzt auch einfach mit Prittstift eingeschmiert und das drücken wir jetzt da feste drauf. Vielleicht noch ein Buch drauflegen lassen, damit auch genug Druck drauf ist zum Kleben. Und noch die letzten Korrekturen mit der Pinzette und dann ist die Karte im Prinzip schon fertig. Ihr seht, der Effekt ist schon bei Tageslicht gut. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Motive gemacht. Das Ganze sieht natürlich in der Dunkelheit wesentlich schöner aus, weil dann das Licht einfach so ein bisschen mehr überstrahlt und dann kommt das viel mehr zur Geltung. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr mir ein Abo da lassen oder eure Fragen oder Kommentare einfach unten in die Kommentare schreiben. Und falls ihr eine von den beiden Karten gewinnen wollt, dann postet mir euer selbstgedichtetes Gedicht unten in die Kommentare und ich werde dann Sonntag um 12 Uhr das Gedicht, was die meisten Likes bekommen hat, aussuchen und derjenige bekommt dann eine von diesen beiden Karten zugeschickt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.